Laurent de Gauss, Stern 9. Juli 1945 in Paris, ist ein französischer Mediziner, Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Genetik. Laurent de Gauss, der Sohn von Robert de Gauss, studierte Medizin in Paris und an der Harvard School of Health, Diplom für Management biomedizinischer Forschung 1976. Von 1967 bis 1974 absolvierte er seine Facharztausbildung am Hôpital Saint-Louis bei Jean de Husset und Jean Bernard und wurde 1973 in Humanbiologie und Populationsgenetik sowie 1974 in Medizin promoviert. Er war ab 1979 Professor an der Universität Paris 7, ab 1990 Leiter der Abteilung Blutkrankheiten am Hôpital Saint-Louis und von 1993 bis 2003 Direktor des Universitätsinstituts für Hämatologie. Von 1985 bis 1997 war er dort Leiter der Forschungseinheit Immungenetik der Transplantation als Nachfolger von Jean de Husset. 1997 wurde er Professeur de Classe Exceptionelle. Ab den 1960er Jahren befasste er sich mit der Genetik des HLA, womit er auch prähistorische Migrationswege von Populationen untersuchte. In den 1970er Jahren klärte er die molekularen Grundlagen verschiedener Blutkrankheiten, Glanzmann-Thrombasthenie, Bernard-Soulier-Syndrom. Dabei untersuchte er auch die Glykoproteine auf Blutplättchen, die Ansatzpunkte für Medikamente gegen Thrombose sind. 1982 benutzte er niedrige Dosen von Cytarabin als Chemotherapeutikum bei Krebs bei der ersten Differenzierungstherapie gegen Tumorzellen. Mit Wang Zhenyi aus Shanghai entwickelte er die Chemotherapie der akuten Promyelozytenleukämien, APML, mit Tretinoin, ATRA, ebenfalls eine Differenzierungstherapie. Dort konnte eine fast hundertprozentige Remission erreicht werden. Die Ergebnisse aus China wurden 1988 und die aus Frankreich 1990 publiziert. De Gauss ist seit 1996 korrespondierendes Mitglied der Academie des Sciences. 1994 erhielt er den Kettering-Preis mit Wang Zhenyi. Beide Wissenschaftler wurden 1997 mit dem Charles-Rodolphe-Probacher-Preis für Krebsforschung ausgezeichnet. Er ist Ehrendoktor der Universität Shanghai, Ritter der Palmas et Seatimiques, Ritter der Ehrenlegion und Offizier des Ordre National du Mérite. Von 2005 bis 2010 war er in der Haute Autorité de Santé, HAS.